Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, Sonntag 16 Uhr. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Einer der ersten Videos mit den meisten Kommentaren. Es geht nämlich um den Schrott-Ferrari von Giuseppe. Hier funktioniert gar nichts. Manettino-Defekt, die Check-Engine-Lampe, die bleibt immer an. Und hier fängt es an zu blühen. Ist kein Traum mehr, sondern eher ein Albtraum. Ich habe eine fette Überraschung. Ferrari hat sich gerührt. Wie sich Ferrari gerührt hat, schauen wir uns gleich an. Da steht das Auto und vor allem, was mich jetzt interessiert, sind Sachen dazugekommen? Haben sie sich bei Giuseppe gemeldet? Und ist das Auto jetzt repariert, ja oder nein? Kommt mit. Giuseppe, wie geht's dir? So, Giuseppe. Das lasse ich erstmal hier, das erzähle ich dir später. Also kann ich nicht jetzt lesen? Nein, jetzt nicht. Nee, wir gucken uns erstmal dein Auto an. Okay. Ach so, Auto, ja, hier war ein. Ja, da war doch was. Ja. Und das Erste, was ich gesehen habe, die Aufkleber sind weg. Ja, weil jede zweite ruft mich an und fragt mich, ja, du weißt ja vom Video, der Ferrari-Schrott und. Unglaublich, ja, wir haben über 600.000 Klicks. Wahnsinn. Du hast Rekord bei mir. Das ist echt heftig. Die Zuschauer haben, ihr habt uns ja so viel angeschrieben. Wie kann das sein? Und hier und da, Ferrari, Leasing. Und dazu kommen wir gleich. Wieso gibst du nicht einfach das Auto zurück? Haben ja auch Kommentare. Warum nicht? Das sage ich euch, erkläre ich euch detailliert gleich. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Vorschäden an, die wir damals schon hatten. Also Rost ist immer noch vorhanden, aber das war noch nicht dein Himmel. Nee, das ist jetzt... Mach mal auf, bitte. Ja. Darf ich? Aber das hatten wir nicht, oder? Dass dein Himmel runterkommt. Ja, das war um diese natürlich sehr... Nee, das ist okay, aber hier kam... Irgendwo habe ich das noch gesehen. Warte mal. Erstmal hier, guck mal. Ja, genau, hier löst sich dein Leder. Das ist wahr, das war noch nicht. Das ist neu. Krass. Ja, aber das steht manchmal in die Sonne. So, und dann haben wir hier... Nee, wo waren... Achso, hier kannst du es sehen. Guck mal hier. Guck dir das mal an. Das ist neu. Das ist neu, ja. Oh mein Gott. Das wird immer schlimmer. Hier sind die Radbolzen noch. Die sind auch schlimmer geworden. Guck dir das mal an. Die Radbolzen. Dann hatten wir doch hier Rost. Lack. Guck mal hier. Ist vom unten auch, ist nicht vom oben. Ist Korrosion. Okay. Und das Wichtigste überhaupt, wie ist es mit deinem Allrad? Null. Geht immer noch nicht. Fährt nur wet. Darf ich mal kurz einen Schlüssel haben? Das schauen wir uns jetzt mal einmal gemeinsam an. Dann gehen wir mal einmal rein. Okay. Alter Schwede, wie groß bist du denn? Der Größte. Der Größte. So, jetzt machen wir mal einmal das Auto an. Da. Also das ist noch an. Das heißt, das Auto hat zurzeit nur Heckantrieb. Hat kein Allrad. Allrad ist von Gang 1 bis Gang 4. Check-Engine-Lampe ist noch an. Das Herzstück des Fahrzeuges natürlich nach dem Motor ist, warum kaufe ich mir einen FF? Damit ich Allrad habe und damit ich das Auto fahren kann. Auch im Schnee und im Winter. Okay? Das Auto steht auch auf Winterräder. So, dann mache ich mal einmal kurz meinen Heckscheibenwischer. Warte mal. Weil das ist, jetzt, ach, das ist echt heftig. Jetzt steht er in der Mitte. Das war eine alte Krankheit von Golf. Jetzt gehen wir mal rein und jetzt erzähle ich euch, was von Ferrari kam. Denn das ist echt spannend. So. So, Giuseppe, jetzt wird's hart. Jetzt wird's echt hart. Ich habe hier mehrere Zettel mitgenommen. Okay. Das hier drehe ich jetzt erstmal um, weil hier sind ein paar Zahlen drauf. Da kommen wir ganz zum Schluss. Okay. So, jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben am 23.05.2021 das erste Mal ein Video zusammengedreht, wo du mich auch angerufen hast, meintest, Hamita mal zu, das geht gar nicht mehr. Und wo wir uns das Auto angeschaut haben. Okay? Dann haben wir das Video ausgestrahlt. Dann kam erstmal nichts, kam erstmal nichts, kam erstmal nichts. Und dann haben wir am 1. Juli, haben wir uns gedacht, okay, wenn Ferrari nicht mal in der Lage ist, sich bei uns zu melden, wenn sie sich so ein Video anschauen, okay, melden wir uns mal bei denen. Und alle Ferrari-Leute, Italien, komplett alle Händler in Deutschland, alle kennen dieses Video. Alle. Weil ich würde überall, werde ich darauf angesprochen, egal wo ich hingehe, bei allem Respekt, ich liebe diese Marke immer noch. Deswegen habe ich ja auch noch so viel Kontakt mit denen. Aber die haben sich immer noch nicht gemeldet. Also jetzt stand 1.7. 1.7.
E-Mail an Ferrari. Ferrari in Deutschland sitzt in Wiesbaden. Und da haben wir ein E-Mail geschickt. Ich habe das extra für, also ich habe das extra aus datenschutzrechtlichen Gründen geschwärzt, an welche Adresse. Dann kommt nichts und kommt nichts und kommt nichts. 4 Tage später haben wir uns gedacht, okay, die kriegen 80, 100 solche E-Mails am Tag, okay, schreiben wir die mal nochmal an. Und zwar am 5. Juli haben wir die wieder angeschrieben, E-Mail an Ferrari, aber jetzt kommt's, inklusive Geschichte und Video. Und zwar sah das Ganze so aus. Liebe Frau Punkt, 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 technische Probleme Ferrari FF. Liebe Frau Punkt, 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 zack, Betreff. Wir betreiben seit einigen Wochen den YouTube-Channel von Hamid Mossadegh, Hamid Taylor Made Cars YouTube. Wir haben dann die Mängel hier aufgezählt, das könnt ihr hier euch anschauen. Wir haben die Mängel aufgezählt und haben um Stellungnahme gebeten und haben sogar einen Link geschickt vom Video. Okay? Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bis 8.7. bei mir melden, da der Fahrzeugbesitzer anschließend die ausstehenden Reparaturarbeiten durchführen lässt. Das war am 5. haben wir denen nochmal 3 Tage Zeit gegeben. Dann geht's weiter, passiert erstmal nichts und zack, am 13.7.21 kommt ein E-Mail von Ferrari. Hier könnt ihr sehen. @ferrari.com. My colleague, Punkt, 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 has kindly informed me. Sie hat es auf Englisch geschrieben. Sie hat uns darauf hingewiesen, vielen Dank, dass Sie uns das Video geschickt haben und uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wir sollen Ihnen ein bisschen Zeit geben, damit die intern besprechen können, was Sie da machen können. Und dann ganz zum Schluss, wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen wieder melden. Jetzt geht's weiter, jetzt wird's richtig spannend. Ja, denn, das ist so wie im Buch. Ja, das ist echt Wahnsinn. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann ist ja immer Werksferien bei Ferrari. Und meistens im August. Und da passiert bei Ferrari gar nichts mehr. Auch wenn du einen Motorschaden hast, mit einem LaFerrari, mit einem SP2 oder mit einem ganz normalen Ferrari 430. Wenn das in den Werksferien ist, kriegst du auch keinen Teil zugeliefert. Werksferien ist Werksferien. Vorbei. Aus. Da ist kein Mensch mehr da. Okay? Die einzigen, die dort sind, sind die Security-Menschen, die auf dem Werk aufpassen. Okay, dann habe ich schon mit der Redaktion gesprochen und meinte, Jungs, die schieben das so weit hinaus, bis wir in die Werksferien kommen. Macht nochmal Druck. Haben wir gemacht, ist wieder nichts passiert. Nach den Werksferien, im September haben wir uns wieder hingesetzt, da immer noch nichts gekommen ist. Dann haben wir am 7. September, haben wir ein E-Mail wieder geschrieben, dass wir bis heute, also mussten wir natürlich auch auf Englisch antworten, dass wir bis heute leider keine Antwort bekommen haben. Wir sind dabei, ein zweites Video zu drehen. Bevor wir das aber machen, würden wir die bitten, sich bis zum 14. September zu melden und uns mal zu sagen, was los ist. Okay? Dann haben wir denen nochmal eine Woche Zeit gegeben. Okay? Und daraufhin kam leider gar nichts mehr zurück. Okay? Das heißt, die haben sich nur einmal gemeldet, am 13.07.2021 und wir haben jetzt November. Zwischendurch haben wir die per WhatsApp kontaktiert. Wir haben so oft versucht, dort anzurufen. Da ist entweder keiner rangegangen oder es ist einer rangegangen und meinte, ja, dann kriegen sie einen Rückruf, ist auch nichts passiert. Und heute sitzen wir hier im November. Das Auto hat immer noch die Schäden. Es sind Schäden dazugekommen. Ferrari ist nicht in der Lage, sich zu melden. Und auch, egal wie ich zu dieser Marke stehe, diese Art und Weise geht nicht. Nee, nee, wirklich nicht. Das ist ja peinlich langsam. Das geht einfach nicht. Wir können nicht ein Auto für knapp 400.000 Euro verkaufen und dann den Kunden so stehen lassen, uns zu ignorieren, das Video zu ignorieren, was über 600.000 Klicks hat, okay, und dann sich zu melden, und dann nicht mehr zu reagieren. Dann meldet euch lieber gar nicht. Weil dann kann man sagen, okay, komm, egal. Aber sich zu melden und zu sagen, wir melden uns so schnell wie möglich wieder. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt am 13.07. ein E-Mail gekriegt haben und dass wir jetzt Anfang August haben. Nein, wir sind jetzt im November und das Auto funktioniert immer noch nicht. Das Auto ist nicht TÜV-fähig, das muss man sich vorstellen. Check-Engine-Lampe an, kriegst du keinen TÜV. Du kriegst keinen TÜV. Ja.
Das Ding ist, es ist nicht nur aus Kundensicht, sondern aus PR-Sicht eine absolute Katastrophe. Also ich werde von so vielen Leuten darauf angesprochen und ich sage es euch nochmal, ich habe von zahlreich anderen Ferraristen, habe ich E-Mails gekriegt, die meinten, ich habe auch ein Problem, ich habe auch ein Problem, ich habe auch ein Problem, die habe ich alle weggelassen. Die habe ich alle weggelassen. Und wie gesagt, wenn man sich gar nicht meldet, ist es eine Sache, aber wenn man sich meldet und sagt, wir melden uns so schnell wie möglich wieder und dann gar nicht reagiert, das ist respektlos. Das ist echt respektlos. Ja, oder wie siehst du das? Hundertprozentig. Und zwar ein Italiener auch noch dazu. Und dann noch ein waschechter Italiener, der ein italienisches Auto fährt und der weiterhin noch einen Ferrari kaufen würde. Eigentlich schon, ja. Oder? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe diese Art und Weise nicht. Und diese Art, ich kenne andere große Konzerne, wo ich jetzt keinen Namen nennen will, auch wenn alles ausverkauft ist, die haben aber in ihr Policy ganz klar, egal was ist, du musst den Kunden innerhalb von 24 Stunden antworten. Auch wenn eine Ware ausverkauft ist. So wie bei uns in Gastronomie, das gleiche Spiel. Absolut. Und das ist ein Undingen, das verstehe ich nicht. Und jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt kommen die Kosten. Ich habe das Auto nämlich in eine Werkstatt gehabt. Diese Werkstatt wollte nicht gefilmt werden, aus Angst, dass die keine Ferrari-Teile mehr bekommen. So weit sind wir. Okay? Was ich auch absolut respektieren kann. Aber ich habe einen Kostenvorschlag, was es jetzt circa kosten würde, um dein Auto wieder in Schuss zu bringen. Dass du das Auto wieder richtig nutzen kannst. Okay? Bevor wir aber dazu kommen, nehme ich mal jetzt grün, okay? Und gehe mal auf ein paar Fragen in Folge 1, auf ein paar Fragen ein, weil da kam ja sehr viel, da kam auch ein bisschen Gegenwind, da kamen so Kommentare, er lagert das Auto falsch. Also bei allem Respekt, liebe Zuschauer, liebe Leute, wenn du ein Ferrari kaufst, egal was für ein Ferrari du kaufst, egal was für ein Auto du kaufst, diese Autos werden als Prototypen durch verschiedensten Orten geschickt. Alaska, was Schnee betrifft, durch die Sahara geschickt, hier Hitze, Kälte, Regen, es wird alles ausprobiert. Teilweise werden Autos mit 50, 60 km/h über Bordsteinkanten gefahren, um zu sehen, ob da Schäden entstehen und wie die Schäden entstehen. Es wird alles auf alles geprüft. Und wenn ich oder wenn in dem Falle du, Giuseppe, sich ein Ferrari FF gekauft wird, wo ja Ferrari ganz groß Werbung gemacht hat, wir bringen ein Allrad, was wesentlich leichter ist als Quattro von Audi. Wir haben Endgeschwindigkeit, ihr habt Ferrari-Feeling und jetzt könnt ihr auch mal mit eurem Auto nach Kitzbühel fahren. Oder sonst, ihr braucht nur Winterräder, okay? Was mache ich denn, wenn ich 2 Wochen Urlaub in Kitzbühel mache und mein Auto einfach im Hotel draußen stehen lasse, weil in Tiefgarage kein Platz mehr da ist in Hauptsaison und da liegt so viel Schnee drauf? Und? Also ein Auto kannst du nicht falsch lagern. Falsch lagern bedeutet für mich, ich habe vergessen, meine Fenster hochzuhauen und es hat dann, das Auto stand 6 Monate draußen, es hat geregnet, gestürmt und so weiter. Das ist falsch lagern. Aber ansonsten, so ein Auto draußen hinzustellen, ist nicht falsch gelagert. Das ist mir ganz wichtig, das loszuwerden. Die zweite Sache, wir kommen zum Thema Leasing. Bevor wir zu den Kosten gehen, weil die Kosten sind echt hart. Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich bleib sitzen. Aber weißt du, was wir machen? Ja. Kriege ich mal einen Espresso zwischendurch? Natürlich. Siehst du, mein Espresso, darauf können wir doch nicht verzichten. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. So. Vorher. Ja, erstmal vorher, damit du fit bist. Sonst hörst du mir gleich nicht zu. Genau. Ja, ja. So, jetzt geht's weiter mit Leasing, liebe Freunde. Viele von euch haben ja geschrieben, ja, wieso gibst du das Auto dann nicht einfach zurück? Ist ja eh nur geleast. Zunächst einmal muss ich sagen, Leasing ist zu 80% auch in meiner Branche, im Luxussegment, normal geworden. Eine Sache müsst ihr euch vorstellen. Wenn einer ein Auto least, ich nehme mal jetzt nur eine Zahl, für 200.000 Euro, okay, muss er vom Bonität her mindestens für 400.000 Euro gut sein. Gut sein meine ich, bonitätsmäßig stark sein, weil er muss seine ganzen Kosten abgedeckt haben, er muss sein Essen, alles abgedeckt haben und dann hat er ein 200.000 Euro Auto. Du hast ja eine monatliche Rate von 2,6, ne? Oder so? 2,96 brutto. 2.690 Euro pro Monat und dann wisst ihr, dazu kommt noch Miete, Strom und so weiter. Das heißt, so einen Leasingvertrag zu bekommen, musst du schon richtig stark sein. So, und es gibt 2 verschiedene Arten von Leasing. Es gibt einmal ein Kilometer-Leasing und es gibt einmal ein Restwert-Leasing.
Okay. Bei Kilometer-Leasing ist es ganz klassisch, so wie viele von euch das kennen. Ihr geht in einem Autohaus, sagt, ich möchte das Auto haben und ich fahre 10.000 Kilometer pro Jahr. Dann kommt das Autohaus und sagt, okay, 10.000 Kilometer pro Jahr, 3 Jahre, wir kriegen das Auto nach 3 Jahren wieder mit 30.000 Kilometer und deine Leasingrate ist 10 Euro. Beispiel, ist alles nur ein Beispiel. Und dann fährst du das Auto 3 Jahre und dann gibst du es zurück. Okay, das Autohaus verpflichtet sich, das Auto wieder zurückzunehmen nach 3 Jahren. Und wenn du mehr Kilometer gefahren bist, zahlst du mehr Kilometer. Und wenn du weniger Kilometer gefahren bist, kriegst du eventuell ein bisschen Geld zurück. Und wenn das Auto Schäden hat, musst du für die Schäden gerade stehen. Meistens ist das ein Dekra-Gutachten oder sowas, wo du dann die Schäden zahlen musst. Okay, das ist die erste Geschichte. In dem Falle, was Ferraris, Lamborghini, Aston Martin, Maserati und so weiter betrifft, gibt es fast oder gibt es eigentlich ausschließlich 95% nur ein Restwertleasing. Restwertleasing bedeutet, du kannst so viel fahren, wie du willst, ist alles egal. Die Bank rechnet aus, 24 Monate, 36 Monate, 48 Monate, je nachdem, wie viel du das willst. Und dann sagt die Bank, okay, das ist ein Ferrari FF. Wir sehen das Auto nach 36 Monaten ungefähr bei einem Restwert von, das Auto hat ja neu gekostet, 384.000 Euro. Wir sehen das Auto von einem Restwert von ungefähr 150.000 Euro. Meistens, um ganz sicher zu gehen, gehen Banken immer von einem Restwert nach 3 Jahren zwischen 40-50%, je nachdem, was das für ein Auto ist, aus. Okay? Vom Neuwagenwert. Okay? Dann fährst du das Auto und nach 36 Monaten stellt die Bank dir die Endrechnung, je nachdem wie viel Restwert, 40% oder 50%. Und die musst du zahlen. Und bei Restwertleasing gehört das Auto gleich dir. Da kannst du das Auto nicht mehr zurückgeben, hast du keine Chance. So viel zu eure Fragen, wieso gibt er das Auto nicht zurück? Giuseppe kann das Auto nicht zurückgeben, weil er ein Restwertleasing hat. Das ist nicht möglich. Die einzige Geschichte ist, wie man das Auto zurückgeben könnte, wäre das Auto zu wandeln mit dem Ferrari-Händler. Da ist ja auch zahlreich alles probiert worden und die haben sich ja stur gestellt und meinten, nee, es ist ein Tailor-Made, es gibt keine Gewährleistung. Ja. Okay? So. Autovertrag nicht. Und jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir nämlich zum Kostenfaktor. Was das jetzt kosten würde, wenn man das Auto halbwegs reparieren würde. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Gott sei Dank habe ich eine Freundin, weil beide könnte ich mir nicht leisten. Jetzt sind Ferrari und meine Freundin. Ja, das ist es ja. Aber vielleicht kannst du je nach die Freundin auch nicht mehr so richtig leisten. So, wir versuchen hier so wenig wie möglich zu schneiden für euch. Und ich möchte nicht, dass das so langweilig wird, okay? Es ist jetzt leider so, es ist zweite Teil. Und ich hoffe jetzt immer noch, dass Ferrari sich meldet und jetzt nach dem zweiten Teil wenigstens sagt, komm, wir finden jetzt eine Lösung. Also die Tür ist noch auf. Bitte meldet euch, oder? Ja, bitte. Das ist also für mich ist schon höchste Stufe momentan, ja. Klar. Sonst fahre ich runter. Nach Italien? Ja. Nach Maranello? Ja. Dann fahren wir aber zusammen. Nee, ich fahre lieber alleine. Nein, komm, ich komme mit. Du willst doch nicht in den Knast gehen, ein paar sollen wir das jetzt mal wegmachen und die Kosten jetzt mal spielen? Ist besser, weil es ist so viel. Ja, es ist echt viel. Ich brauche schon eine Tafel. Gibt es die inklusive bei dir? Ja, das ist noch drin. So, jetzt kommt Leasing erstmal weg. So. Jetzt wird es echt krass. Okay, wir fangen an mit Sachen, die ja schon mal gemacht worden sind, wo ja Ferrari schon nicht für aufgekommen ist, als sein Dachhimmel ja auf einmal runtergekommen ist. Kannst du das mal kurz erklären, wie das war? Ja, ich habe eine Kunde, musste mir nach Hause gefahren mit dieser Kunde, weil wir machen den Shuttle, haben wir gemacht damals. Mhm. Und schaue in den Spiegel rein, also Rückspiegel, und ich könnte nicht sehen. Ich sagte, ich habe nichts getrunken. Saß er vorne oder hinten? Vorne, beide vorne, aber ich schaue nach dem Rückspiegel und sehe schwarz. Ich sagte, das ist kein Alkohol. Und dann muss ich mich umdrehen und schaue, was los ist. Und der Himmel war runter, deswegen könnte ich nicht sehen. Der Himmel ist runtergefallen? Komplett. Und ich musste das bekleben, weil sonst könnte ich nicht mehr fahren. Also, was hat das gekostet? Weißt du das noch? Was hat das gekostet? Schon Tausender, glaube ich. 1.000 Euro. So, jetzt fangen wir an. Wir fangen erstmal mit außen an. Die Gitter, die verrostet sind, kosten, jetzt halt euch fest, 1.500 Euro. Vier Gitter. Dann
Radbolzen. Alle Radbolzen, die getauscht werden müssen, die verrostet sind. Radbolzen kosten 600 Euro. So wie meine Spaghetti ungefähr. 600 Euro. Was kostet eine Pizza bei dir? Da muss ich sehr viele Pizza kaufen. Aber du bist ja nur am Anfang. Das ist ja noch gar nichts. Das ist auch noch gar nichts. Motorhaube. Da vorne in der Ecke Rostansatz, Korrosion. Ne? Wie schreibt man nur Motorhaube? Rost. 1100 Euro. Weil das eine Sonderfarbe ist. Eine Tailor-Made-Farbe ist. Okay? Mhm. Scheibenwischer teilweise defekt, haben wir ja gesehen, macht Scheibenwischer an und dann braucht er ein bisschen. Manchmal hat er Bock, dann geht er weiter. Wenn er keinen Bock hat, bleibt er stehen. Wenn er Bock hat, geht er weiter. Hast du das Problem immer? Ja, aber ich glaube, das ist normal. Nein, das weil ist das Auto nicht läuft sowieso nur halb. Und der Scheibenwischer fährt auch nur halb. Das war vielleicht bei den Fiat Uno nochmal 1991. Okay? Teilweise defekt, kostet 500 Euro. Ja, Wahnsinn. Jetzt kommen wir zu innen und das wird jetzt heftig. Diverse Tailor-Made-Stoffe lösen sich ab. Türen, Mittelkonsole, Sitze, untere Teil des Cockpits. Okay? Das Ganze muss bei einem Sattler komplett neu gemacht werden. Mhm. Mit dem gleichen, also mit dem gleichen Leder und Stoff und so weiter, die du ja teilweise nur bei Ferrari bekommst, liegt ungefähr innen. Ausstattung für 19.000 Euro. Jetzt geht's weiter. Lederablage hinten löst sich komplett ab. Das haben wir ja gesehen, der ist ja jetzt neu gekommen. Okay, Lederablage hinten kostet 1.100 Euro noch on top. Weil da muss das Leder ganz dünn gemacht werden, warm. Gezogen, geklebt und dann darf das ja nicht nochmal passieren, was jetzt passiert ist, mhm. Sich zusammenziehen. Ja. Ne? Dann geht es weiter, Sitzheizung schaltet sich selbstständig ein. Ja, deswegen im Sommer bei 30 Grad macht er volle Pulle. Das zu reparieren, liegen wir bei 800 Euro. Das war geschenkt. Im Gegensatz zu den anderen, oh Gott, ey. Eigentlich dürfen wir gar nicht darüber lachen. Es ist schon wieder so traurig, dass wir wieder darüber lachen müssen. Das war es immer noch nicht. Es geht weiter. Jetzt kommt nämlich Technik. Okay? Bei Technik geht es da Allradsystem, Komplettausfall. Das heißt, ihr müsst das euch so vorstellen, ihr kauft euch ein Audi Q5 Quattro, also denkt, ihr habt Allrad, dann fahrt ihr das Auto hat gar kein Allrad, das Auto hat nur Heck und ihr sagt, was soll denn das? Und Audi reagiert gar nicht. Nur mal so zum Beispiel. Ne? Allrad, das heißt, das Auto hat jetzt komplett Heck, kein Allrad, um das instand zu setzen. Ich schreibe AWD für All-Wheel Drive. Okay, Allrad kostet, was schätze? 4.800. 4.800 Euro, das ist gut, das ist sehr gut. Das Ganze mal circa mal 5, weil wir sind bei 22.000 Euro. Was? Sag mal, ich wollte keine neue Auto kaufen. Ja, es kommt noch weiter. Manettino, das Auto, sagst ja, wenn du das Auto anmachst, geht es auf. Manettino ist die Schaltung am Lenkrad, wo du ja Schnee, Regen, also Schnee, Wett, Sport hast. Kannst du so umstellen. Wenn du stehst, klappt das alles. Sobald du fährst, geht es automatisch auf Wett. Das heißt, er bringt nicht die volle Leistung auf die Straße, damit er das Auto und den Fahrer schützt. Okay? Manettino. Mane. 2T. Tino. Kostet Instandsetzung weitere 3.000 Euro. Oh je. So, jetzt kommt's. Motor. Kontrollleuchte. Das ist Wahnsinn. Eine Motorkontrollleuchte kannst du am aller einfachsten löschen, indem du einen OBD-Stecker rein, Computer rein, zack, zack, Fehler, löschen. Ja, aber geht's wieder an? Genau, das ist es ja. Bei dir geht's ja immer wieder an. Das heißt, es kann von bis sein. Und das ist jetzt ein Schätzpreis von der Werkstatt, weil das können die gar nicht so richtig sagen, bis dieser Fehler behoben ist.
Die gehen aber erstmal und die sind ganz vorsichtig rangegangen mit 2000 Euro ran. Mhm. Das kann aber auch locker 4000 Euro werden. Das ist eine Sache, die können wir nicht so richtig abschätzen. Das muss getestet werden. Okay? Und dann müssen durch die Elektrikprobleme, die das Auto hat, diverse Elektrik- und Steuergeräte, Klammern und so weiter geprüft werden. Und da liegen wir, Elektrikprobleme, bei 2000 Euro. Somit kommen wir auf eine Summe von 53.600 Euro. Ich finde das enorm schade, ich finde das traurig. Und wir reden hier über einen Schaden von circa 53.600 Euro. Und Ferrari ist nicht in der Lage, sich bei uns zu melden, um uns zu helfen. Und du musst denken, dass sie das Auto fahren in diesem Zustand seit 2 Jahren. Also ist nicht jetzt neu. Also die Leute, die zahlen Leasingrate, ich fahre kaum mehr, weil das macht keinen Spaß. Und, wird das repariert. Hast du einen Taschenrechner bei dir? Ja. Rechne mal einmal bitte aus. Ich möchte mal noch mal einmal ausrechnen. Null hat er meinen Taschenrechner gar nicht. Doch, in italienischer Taschenrechner. Doch, ist in Lire. So, mach mal bitte 24 mal. Mal. Wie viel zahlst du monatlich? 2.690. 64.560 Euro. So, jetzt warte, bleib mit deinem Taschenrechner. 64.000? 560. 560 Euro bisher Rate bezahlt für ein kaputtes Auto. Für ein kaputtes Auto, ja. Mach mal das Ganze plus 53.600 Euro Schaden. 118.160. 118.000? 160. 160 Euro. 118.160 durch? 24. 4.923 Euro. Wäre jetzt sozusagen eine monatliche Rate und für das Geld kriegt ihr Bugatti Chiron. Nur mal für dich als Nebenbei. Das wäre auch eine Idee. Das ist der Wahnsinn. Also ich muss lachen, weil weinen kann ich nicht. Also für eine monatliche Rate von ca. 5.000 Euro kriegst du teilweise, ja. Ich kriege zwei Freundinnen und einen Ferrari. Ja. Kriegst auf jeden Fall einen Ferrari F40, kriegst auf jeden Fall einen Ferrari Enzo. Nee, also momentan in diesem Moment, Ferrari ist für mich jetzt kurz vorm Ende, sagen wir so. Aber das geht gar nicht. So, und genau das möchte ich nicht, weil ich diese Marke sehr schätze. Es ist eine Ikone, okay? Und genau das darf ein Ferrari nicht passieren. Und ich sag's euch nochmal, bitte, bitte, liebe Ferrari-Leute, meldet euch jetzt. Ihr habt unsere E-Mail-Adresse, ihr habt unsere Telefonnummer, ihr habt meine Kontaktdaten, ihr habt die Kontaktdaten von der Redaktion, ihr habt sogar in euer Kundenportfolio direkte Kontaktdaten von Giuseppe. Also, ihr habt alle Kontaktmöglichkeiten. Meldet euch und löst dieses Problem. Bitte. Ich bleibe an der Geschichte dran, okay? Ob es eine dritte Folge gibt, weiß ich nicht. Es gibt nur eine dritte Folge, wenn Ferrari sich darum kümmert. Wenn ihr gar keine Folge mehr darüber seht, könnt ihr immer davon ausgehen, dass Ferrari sich nie mehr bei uns gemeldet hat. Okay? Giuseppe, vielen, vielen Dank, dass du so offen mit uns darüber sprichst. Danke dir. Okay? Ich finde, damit schützt man auch die anderen Ferrari-Interessenten, ja. Definitiv. Volle Fälle, ja. Das kann bei jedem Auto passieren. Das kann bei jedem Auto. Es ist Technik. Es kann bei jedem Auto passieren. Die Tür ist offen. Meldet euch. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Kommentiert mir, was ihr davon jetzt haltet. 53.600 Euro nur Schaden. Und die melden sich immer noch nicht. Was sagt ihr dazu? Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und bitte lasst auch ein Like da. Bis nächste Woche. Ciao.